Hallihallo, ich grüße euch alle plitschnass zu einem neuen Video. Wo sind wir? Wir sind mitten im Wald. Man sieht das Wasser kaum vor lauter Bäumen. Ja. Der Fluss steigt weiter rapide an. Regen bleibt unser Begleiter. Und jetzt haben wir uns mitten in einen kleinen Graben gesetzt, der sonst überhaupt kein Wasser führt. Und die Frage ist, werden wir hier mitten im Holz Aktion bekommen? Es ist ganz eng. Wenn hier ein dicker Fisch einsteigt, wird es auf jeden Fall ein heftiges Unterfangen, den bändigen zu können. Er hat überall Hindernisse, seht ihr ja selbst. Da hinten raus geht es noch hunderte Meter weiter in den Wald hinein, überall Wasser. Ja, dranbleiben. Wir probieren unser Glück. Wir nehmen euch mit auf Welt im kleinen Graben, im richtig kleinen Graben. Da kannst du fast drüber springen. Fast. Aber wir haben hier eine gute Wassertiefe, 3,5 Meter. Tendenz steigen, der Fluss kommt weiter. Die Jungs bauen oben das Camp auf. Wir haben hier einen Platz gefunden am Ufer, wo wir, ja, was werden das sein? Vielleicht noch 2 Meter Luft haben. Wenn die dann auch noch geflutet werden, dann ist hier wirklich Land unter. So, Camp aufbauen und dann fahren wir mal raus, setzen die Routen. Bin gespannt, ob wir hier im Wald einen dicken Fisch abholen können. Ihr seid dabei. Abfahrt. Alter Falter. Na ja, haben wir ein verstecktes Plätzchen gefunden. Und wisst ihr, was uns wirklich ein Popo gerettet hat, die letzten Tage? Die große Foxhütte hier. Das ist wirklich wichtig. Da können problemlos 4 Leute drin sitzen, dass wir wenigstens zusammen essen können oder mal dem Regen entfliehen, wenn irgendwas ist. Wenn jeder nur ein kleines Zelt dabei hat, was eigentlich sonst hier bei den Touren sehr viel effektiver ist, weil es in jede Lücke reinpasst. Aber bei so einer langen Dreckwetterfront, die wir jetzt erleben durften und immer noch dürfen, so ein großes Zelt einfach, wenn ihr eins zu Hause habt, macht so einen Trip, packt es euch irgendwo ins Boot, auch wenn ihr es nicht aufbaut. Aber wenn ihr es braucht, seid ihr heilfroh. Ja, und Finny ist auch schon wieder auf der Jagd. Unglaublich. Finny aber nicht genau vom Zelt das Loch buddeln, da fällt noch einer rein. Ja, die Mäuse kommen halt auch jetzt dichter ans Land, ne? Wenn überall Wasser ist. So, und was mache ich jetzt? Nasse Füße, ich hole mir jetzt ein paar trockene Snocksocks und eine trockene Snocks-Unterhose. Da haben die mega coole Sachen. Ein junges Startup aus Mannheim. Schaut mal in der Videobeschreibung und nutzt meinen Code. Da könnt ihr richtig sparen und findet sogar noch coole Sachen für eure Freundin. Aber jetzt erstmal Routen raus. Abfahrt. So, da gehen wir mal raus, bevor der nächste Regenalarm losgeht. Und da zeige ich euch mal unseren wilden Angelplatz. Ja, wir befinden uns, wie versprochen, mitten im Wald. Hier ist sonst kein Wasser bei Normalwasserstand. In der Mitte haben wir eine kleinere, schmale Rinne. Und hier ist alles hunderte Meter weit ins Landesinnere komplett überflutet. Wir haben hier im Wald eine Wassertiefe zwischen 3 und 4,5 Metern. Und alles ist überschwemmt. Aber der Vorteil hier an diesem Platz, nicht wie beim alten Platz, wo in der Anstiegsphase die riesigen Treibholzinseln runterkamen, ist, durch die ganzen kleinen Pappeln, die hier stehen, bleibt das Holz hängen. Und wir haben längeren Schutz für unsere Montagen. Das Hauptproblem allerdings, was wir haben, ist natürlich, dass die Wälder eine riesige Spielwiese haben.
können überall da rumschwimmen, also auch da hinten im Wald haben wir überall noch 2-2,5 Meter Wassertiefe, je nachdem, wo der Futterfisch sich hinzieht und halt auch jede Menge Hindernisse. Also einen starken Fisch hier drin zu drillen wird auf jeden Fall nicht einfach. Das kann ein richtiges Höllenkommando werden, denn wir müssen permanent den Fisch hier mit dem Schlauchboot durch die Bäume folgen, teilweise von den Hindernissen wegziehen. Aber erst mal gucken, ob wir einen ans Band bekommen. Wir werden jetzt die erste Nacht hier probieren. Und das Spannende, was ich euch zeigen will, das zeige ich euch jetzt. Ein ganz kleiner Kanal kommt sonst hier aus dem Landesinneren rein. Und der ist mittlerweile zu einem größeren Flößchen geworden, sage ich mal. Ja. Schaut mal. Da oben seht ihr auch Futterfischaktivität. Ja, also da sind Weißfische wahrscheinlich drin. Und vielleicht kommt an so einen Platz ein Räuber, der noch nicht so einen riesen kugelrunden Bauch hat und komplett vollgefressen ist noch und hat noch ein bisschen Hunger. Naja, bin gespannt. Ich hoffe, dass wir heute Nacht wieder ein paar regenfreie Stunden bekommen. Der Himmel ist grau. Wird in Kürze wieder losgehen, ist auch ein bisschen Gewitter gemeldet, denn in dieser Phase wird es beißen. Drückt uns die Daumen, dass da einer angeht. Guck mal, wie das hier aussieht, wirklich, wirklich brutal. Hier ist sonst kein Wasser, ja, wo wir angeln. Sonst Ufer. Und der nächste Anstieg, ich habe es euch ja vorhin auf dem Handy gezeigt, ich gucke nachher nochmal rein, was jetzt passiert, aber gute 2 Meter kommen noch von oben runter. Ich hoffe, dass die sich ein bisschen verwässern, weil wenn die wirklich ankommen, da hinten seht ihr den Hauptdamm, der ist schon noch einiges höher. Ja. Aber wenn die 2 Meter hier noch ankommen, verlieren wir unseren Angelplatz. Und im Hauptcamp sieht es natürlich auch nicht viel besser aus. Da müssen wir alles evakuieren. Ah ja, aber so ist es. Die letzten Frühjahre hier in Italien waren von Flachwasser geprägt, von niedrigen Wasserständen, von Warnungen durch die Behörden, dass hier alles ausstirbt, weil alles austrocknet. Und jetzt ist Frühjahr. Ist alles komplett anders. Seht ihr, die Natur regelt alles von alleine und alles selbstständig, solange der Mensch seine Hände da aus dem Spiel lässt. Ich bin gespannt. Hier kommt die Montage. Direkt über dem Grasland geparkt, das könnt ihr hier gut erkennen. Ist alles Gras unter Wasser. Ich schalte mal kurz den Modus um. Das seht ihr, das schön alles Gras, kleinere Sträucher. Ich vermute, dass da sich der Futterfisch drin versteckt. Und auch der Wels entlang zieht. Hier kommt wieder was Höheres. Hier kommt wieder was Größeres hoch. Also 2,5 Meter tief sitzen die Köder über diesem Grasland. Hier unten kommt die nächste Montage. Hier wieder ein großer Baum. Und direkt dahinter in dem Strömungsschatten die nächste Topwater-Montage. Wieder ganz einfach geangelt, leichte Ausleger, leichte Schwimmer, 35er Reißleine, je nach Entfernung auch eine 38er vom Ufer, wenn wir weiter gespannt haben. Frontzone Blei, so wie es hier seht, Glow in the Dark ist ja da mein Favorit, Haarmontage im unteren Bereich. Genau, so sieht es aus hier im Wald und es ist richtig eng, das Revier, richtig, richtig. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. So, und hier haben wir unser gemütliches Lager aufgebaut. Und ich zeige es euch jetzt mal. Ja. Das ist der Damm, den wir jetzt noch zur Verfügung haben, um hochwassersicher jedenfalls mit unserem Hauptcamp zu bleiben. Wir sind jetzt froh, dass alles mal schön abgetrocknet ist. Hier vorne ist so eine kleine Schneise drin. Und die wird in wenigen Stunden wahrscheinlich schon weg sein. Mal schön zugucken, wie der Fluss jetzt weiter steigt. Als kleinen Tipp für euch auf jeden Fall, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und kriegt plötzlich braunes Wasser, steigendes Wasser,
um sicher zu gehen, dass er die Nacht am Angelplatz nicht absauft, und habt für den Fluss keine, sage ich mal, App-Möglichkeiten, Pegel-App, mache ich Folgendes. Ich nehme so ein Stöckchen hier und stecke das hier vorne am Ufer ins Wasser. Und dann könnt ihr ganz einfach immer stündlich kontrollieren. Merkt euch den Stock einfach. Hier steckt er. Da könnt ihr ganz einfach stündlich kontrollieren, wie schnell, wie hoch der Wasserstand steigt. Dann wisst ihr auf jeden Fall, je nachdem wie hoch er sitzt, ob er die Nacht einen nassen Popo bekommt oder eventuell bis zum Morgengrauen trocken bleibt. So, Ruten sitzen, alles ist vorbereitet, Daumen drücken, dass wir hier im Wald noch einen Fisch ans Band bekommen. Klingt komisch, ist aber so. Alle Bissanzeiger durchtesten, falls der Regen kommt, das ist wichtig. Und da hinten geht sie unter, die Sonne. Bisher haben wir wirklich noch Glück. Vielleicht bleibt es mal trocken heute Nacht. Die Ruten sitzen nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich hoffe, ja, dass wir heute Nacht hier nicht noch abrödeln müssen, je nachdem wie schnell der Fluss kommt, habe ich schon alles erlebt. Habe früher auch schon einen nassen Popo gekriegt, aber mittlerweile mit den Apps, die es gibt, www.po.hu, für die Leute, die mal in Italien hier unterwegs sind, da seht ihr immer genau, was passiert. Oberhalb von euch könnt ein bisschen mitrechnen, mitplanen, aber auch am Rhein, am Main, am Neckar gibt es Pegel-Apps, also für die ganzen deutschen Flüsse, wo ihr genau seht, was die Wasserstände machen, wo ihr ein bisschen mitplanen könnt. Das ist heute echt ein Riesenvorteil. So, Sundowner. Ich baller mir jetzt noch ein schnelles Y-Food rein und dann hier Ruhe einkehren lassen am Angelplatz. Wir angeln manche Ruten auch auf dem eigenen Ufer. Ich zeige euch mal eine hier oben im Holz. Ganz spannender Platz, aber ich habe da zwischen den Bäumen eine freie Stelle gefunden. 4 Meter, so eine kleine Ausspülung. Und da haben wir eine Rute reingesetzt, die kann ich euch, glaube ich, sogar vom Ufer ganz cool zeigen. Kommt mal mit. Hier sitzt sie genau. Riesengroßer Baum hier. Dahinter eine kleine Ausspülung und da sitzt unsere Montage. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. So, jetzt schauen wir mal, ob der Plan aufgeht. Momentan ist wirklich jeder Fisch hart erkämpft. Die Leute denken ja immer hier in Italien, springen an die Fische ins Boot, alles Kindergarten. Kann ich immer nur wieder sagen, kommt mal her und fangt mal einen Fisch die Woche unter normalen Wasserbedingungen. Leicht übertrieben, aber dieser Fluss hier, der kann einem alles geben. Ich habe hier den Weltrekord gefangen mit 2,81 Meter. Das Video verlinke ich euch mal hier oben. Aber halt auch hier schon richtig auf den Popo bekommen. Man muss den Fluss lieben und den Kampf hier, die Kampfesbereitschaft, den Einsatz, das Dreckwetter, den Schlamm. Dann kann man auch immer wieder belohnt werden. Aber wird auch immer wieder auf den Boden der Tatsachen geschmettert. So, bis zum Biss. Ganz vorsichtiger Biss auf die weite Rute von dem Holz. Ja, das Fisch. Ja, hey, well, let's go. Ja. Das Ding gibt's hier Fisch. Okay. Go. Come on. Come on. Slowly movement, yes.
geht für uns hier erstmal durch den Wald. Ne? Es ist wirklich spannend, jetzt hier im Dunkeln rauszufahren, durch die Bäume durch. Achtung, das sind mal die Schnurben im Baum, genau da noch vorbei. Yes, perfekt. Perfekt. Behind, look, behind the tree. After side, other side. Ciao. Great, I help you. Ciao. Yeah, yeah, so, yes. Yeah. Up the road, up, up. Yeah. Yes. Okay. Das sind hier Drills im Wald, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Ich muss jetzt gucken, dass der Fisch irgendwie... Ja, dass ich den Fisch irgendwie von den Bäumen fernhalte. Ich muss den Motor wieder anmachen direkt. Memento. Gegenfahren, weil hier kommt der nächste Baum. Nicht schon den Baum dran lassen. Ich stehe hier. Genau. Wir ziehen jetzt langsam raus, den Fisch hier. Also müsst ihr permanent mit dem Boot dagegen fahren, sonst wird das nichts. Mitten im Unterholz der nächste Drill. Wahnsinn. Jetzt kommt der nächste Baum da drüben. Ich hoffe, ihr seht ihn. Ich muss jetzt wieder gleich mit dem Boot dagegen fahren. Alles sehr, sehr eng hier. Kein schlechter Fisch. Kein schlechter Fisch. Ich fahre dagegen. Man kommt jetzt langsam hoch, aber das heißt noch gar nichts, denn wir sind immer noch mitten im Wald. Schaut euch das mal an. Fisch zieht uns raus, vielleicht sogar in den Hauptfluss. Unglaublich. Nice rod. Ja. Yeah. Solid bank. Very yeah. Nice rod. Yeah, I know. Das sind wirklich Hardcore-Drills hier, mitten im Holz, mitten im Holz. Den Motor aus jetzt. Ja, ich muss den Schwimmer dann auslösen. Come to the float, yes. Das ist gut. Okay, Schwimmer ist ausgelöst. Ein unglaublicher Kampf hier mitten im Holz, mitten durch die Wälder durch. Wahnsinn. Ach, da kommt der nächste Baum. Mal gucken, wo er hinschwimmt. Ich muss gleich den Motor wieder anmachen. Jetzt kommt er hoch. Ja. Wirklich unglaublich. Hier überall Bäume. Und die Solid Bank ist rum. Wants to go. Ja. Yeah. Wants to go. Mit dem Schlauchboot treiben wir hier durch. Wahnsinn, Wahnsinn. Durch das Mal, wo der Fisch uns ranzieht, an den Bäumen vorbei. Der Fisch kurz ein bisschen, geht kurz von den Bäumen weg. Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt sind wir am Hauptfluss. Jetzt sind wir am Hauptfluss. Er geht raus mit uns. Das ist kein schlechter Fisch. Das ist kein schlechter Fisch. Das ist wirklich verrückt. Das ist kein schlechter Fisch. Und wir sind noch nicht in Sicherheit. Hier kommt überall Holz. Jetzt sind wir gleich im Hauptfluss draußen. Wir sind durch den ganzen Wald rausgezogen.
Power ohne Ende. Power ohne Ende. Okay, und nachpumpen. Ja. Und hoch die Rute. Go on. Yeah, now it comes. Nachpumpe, yeah. Da war ich schon mal kurz oben. Crazy, ja. Yeah, ich gebe an. Hier kommen die nächsten Bäume hier vorne. Ich weiß nicht, wie lange ich noch mitfilmen kann. Ich muss gleich wieder Boot fahren, wir sind jetzt zu zweit. Aber alles wird gut. Okay. Bam, 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 bam. Ui, 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 ui. Crazy Action. Yeah. Okay. Okay, ein Rod ab. Yes. Yeah, fight the fish. Yeah. Yes. Now we have free water. Jetzt sind wir im Hauptfluss draußen. Langsam. Oh ja, das ist definitiv 2 plus. Alter Falter, Wahnsinn, Wahnsinn. Johnson Blei, Glow in the Dark, Petri Heil, viele Grüße hier von uns. Wahnsinn, Wahnsinn. So, ich hol den jetzt. Okay. Ui, guckt euch mal den Schnabel an. Wie der Fisch aussieht, Wahnsinn. Ja, der Maul. Guck mal, wo der Haken hängt. Komplett weggezogen hat er alles. Komplett weggezogen, das Monster. Komplett weggezogen. Guckt euch mal den Bauch an. Guckt euch mal diesen fetten Bauch an, der jetzt hier kommt. Boah, der geht kaum übers Boot. Guckt euch mal diesen Bauch an. Guckt euch mal diesen Bauch an. Oh, Mensch. Oh Gott. Wow. Oh, fett, was. Yeah. Oh, yes, guckt euch mal diesen Bauch an. Guckt euch mal diesen Bauch an. Unglaublich. Ronald. Congrats. Thank you. Nice. Oh, show the tail. Crazy. Schaut euch mal diesen Bauch an. Unglaublich. Crazy. So, nach der heftigen Welsaktion jetzt kann ich meine Snox Socks wieder ausziehen und zum Trocknen aufhängen. Wir haben wieder was abgekriegt. Wasser und Wallerschleim. Die hängen wir hier in die Ecke mit rein vom Zelt. Und dann hauen wir uns jetzt in die Koje. Ging ja schon mal gut los hier im Wald. Fini, was sagst du? Schon eingemupfelt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens beim nächsten Biss oder morgen früh und schauen mal, was das Wasser macht. Ich hoffe wirklich, dass wir noch mal sitzen bleiben können. Ansonsten geht es morgen früh weiter zum nächsten Platz. In den nächsten überschwemmten Wald hier rein. Bis später. So, weiter geht's in den Wald hinaus. Unglaublich, aber wahr, aber hier sind die Fische. So, Momento. Gut. Und Abfahrt mit der nächsten Welle. Kommt hier richtig Leben rein. Boah. Warte. Scissor it. Wieder mitten in den Baum rein hier. Jo. Yeah. Oh, ein Katzenwels. Yeah. Wo kommen wir denn hier? Ich bin gegen Augen gestellt.
Ihr glaubt es kaum. Ein Katzenwels. Wo kommt denn die jetzt plötzlich her? Ja. Fett. Look at this. Ja, look at this. Die Channel Cats sind auch schon wieder am Start bei dem kalten Wasser. Unglaublich, aber wahr. Wegziehen von Bäumen, ja. Mitten im Wald, da knallt's. Jetzt kommt der nächste Wald. Wir haben so eine kleine Schneise hier zum Grillen, das ist echt Wahnsinn. Okay, ich fahre wieder rückwärts. Schaut mal, hier kommen die nächsten Bäume. Jetzt ziehen wir die ganzen Fische durch. So, Action. Für die Fischerei braucht es ein spezielles Gerät. Die Solid Bank ist da echt perfekt. Unsere rote Schlagschnur. Zeus Universal Leader. Jetzt raus die Monster aus dem Holz. Mega. Holz und alles. Hier rüber ins Gebude. Was kann man mal hintreiben? Wir sind mitten im Forest. Im Rainforest. Boah, ich habe einen Fisch. Okay. Nächste Monster is coming. Boah. Diese Fische an. Wahnsinn. Wahnsinn. Fehlbisse kennen wir jetzt nicht. Die wollen jetzt definitiv fressen, die Jungs. Montage wieder einen perfekten Job gemacht. Krass. Krass, krass, krass. Floriano Petri Heilo. Petri, Dank. So. Ist ja wirklich brutal, wie die Fische in der nächsten Anstiegsphase jetzt hier nochmal durchdrehen. Die Bäuche, wie die aussehen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja. So kugelrunde Waller, dass die überhaupt noch was fressen. Und jetzt zeige ich euch mal was Spannendes, erinnert euch mal. Die kleine Senke, die wir hatten vorhin, ist jetzt schon komplett geflutet. Also unser Wiesenstück hier ist komplett überspült. Alles überflutet. Geht jetzt hier schon hinten ins Landesinnere rein, der Fluss. Ja, wir haben nicht mehr viel Platz. Ich hoffe, dass wir sitzen bleiben können. Aber wir müssen halt wieder weiterziehen. Aber ich weiß langsam gar nicht mal, wohin weiterziehen.
Das sind mit die höchsten Punkte hier, die ich kenne. In dem Revier, wo man noch sitzen kann. Ja. Mir ist es sehr egal auf dem Boot. Das geht natürlich mit dem Wasser mit. Aber die anderen Jungs, die mich begleiten, die sitzen halt im Ufer, pennen im Zelt. Naja, Wahnsinn, Wahnsinn. Dann zeige ich euch jetzt nochmal den Stock, den wir vorhin gesteckt haben. Hier ist er. Wir halten jetzt mal hier unten fest, ungefähr wo der Astgabel hier. Das kam jetzt nach heute Nacht. Was sind das? 40 cm. Ist jetzt nachgestiegen der Fluss. Und wenn die 2 Meter hier ankommen sollten, die in meiner Pegel-App prophezeit ist oder angezeigt ist, dann haben wir definitiv ein Problem. Weil dann sind wir in 2-3 Stunden hier weggespült. Alter Vater. Guten Morgen, es wird jeden Moment hell und leichter Nieselregen setzt schon wieder ein. Aber bisher in der regenlosen Zeit, was für eine brutale Nacht hier mitten im Wald. 2 Fische von über 2 Meter, 2,12 Meter und 2,20 Meter, absolut brutal. Die Drills in diesen Hindernissen in dem Wald, wirklich, wirklich unglaublich. Das ist wirklich verrücktes Welsangeln. Und dann noch der kleine Catweasel, der American Channel Catfish. Ja. Die werden immer mehr und kommen jetzt sogar schon bei kalten Wassertemperaturen auf unsere Montagen. Mal sehen, wo das noch hinführt. Ich habe jetzt nochmal provisorisch, weil ich sehr unruhig jetzt geschlafen habe, nach dem Stock geschaut. Unser Stöckchen ist fast nicht mehr sichtbar. Also das Wasser kommt jetzt richtig schnell. Naja, ich bin wirklich gespannt, ob wir in 2-3 Stunden wird es hell, den Platz heute nochmal halten können. Ich bin mir ganz sicher, dass sich hier noch einige richtig fette Welse verstecken und wir vielleicht sogar noch eine Chance haben auf einen richtigen Ausnahmefisch, auf einen Fisch in der 100-Kilo-Klasse. Denn das ist genau mein Ziel. Wie es weitergeht, ob wir das hier meistern können, ob die Welle uns wegspült oder ob wir sitzen bleiben können und wie die Fischerei dann weitergeht. Ich habe da noch eine verrückte Idee. Das seht ihr dann aber im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute für euch. Ja, und auf jeden Fall ein geiles Frühjahr. Wir haben hier zwar mit Hochwasser zu kämpfen, auch die deutschen Flüsse führen aktuell gute Wassermassen, aber das gehört dazu. Jedes Jahr ist anders. Immer das Beste draus machen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt dran. Ich glaube, es kommt nochmal richtig, richtig dicke hier im Wald.